und in diesem Videokurs zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du unser süßes Affenschnuffeltuch Fips nähen kannst. Das Schnuffeltuch eignet sich besonders als erster Kuschelfreund für Babys, da Babys diesen Körper in Tuchform schon super greifen können. Außerdem hat der Affe lustige Schlenkerarme und abstehende Öhrchen, die Babys gerne zum Spielen und Greifen benutzen. Zum Nähen des Äffchens benötigst du verschiedenfarbige Stoffe, zum Beispiel einen dünnen, kuscheligen Mikrofaserplüsch, kannst aber auch Jersey, Sweat oder Frottee verwenden. Außerdem benötigst du etwas Filz für die Augen, weißes und schwarzes Handstickgarn, etwas Füllwatte sowie Flisofix zum Aufbügeln der Augenpartie. Falls du mit einem elastischen Stoff arbeitest, ist etwas Stickvlies hilfreich, damit sich der Stoff beim Aufnähen der Applikation nicht verzieht. Und falls du mit höherflorigen Stoffen wie Plüsch oder Niki oder auch Frottee arbeitest, dann kann etwas Avalon-Film, eine wasserlösliche Stickfolie, dir helfen, ein schöneres Nähergebnis zu erzielen. Ansonsten benötigst du deine herkömmlichen Nähutensilien, einen Aqua- oder Zaubertrickmarker, dein Bügeleisen und deine herkömmliche Haushaltsnähmaschine. Das Schnittmuster für das Affenschnuffeltuch sowie eine Fotoanleitung sind bei den Kursmaterialien mit dabei. Um das Schnuffeltuch zu nähen, solltest du etwas Näherfahrung mitbringen und mit deiner Nähmaschine vertraut sein. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, so ein süßes Affenschnuffeltuch für einen neuen kleinen Erdenbürger zu nähen, dann würde ich mich freuen, dich im Videokurs wiederzusehen.